Oh Junge, irgendwas stimmt mit den Winkeln hier nicht, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Letztes Mal, letzte Aufnahmesession am Ende, das ist ja dann doch so ein bisschen chaotisch gewesen. Wir werden diese Aufnahmesession mal ein bisschen aufräumen, würde ich sagen, ne? Erstmal schleichen wir gemütlich rüber. Und dann gucken wir mal, dass wir den ganzen Kram da unten nochmal irgendwie sauber, frisch, schön neu machen. Mit dem Hin- und Herwackeln von den Items. Ja, da gibt es eine Lösung für. Die wenden wir dann auch gleich mal an. Aber erstmal gucken wir, dass wir soweit alles freimachen, dass wir den Kellerraum, sag ich, den Wartungsgang sinnvoll schön benutzen können. Und dass das nicht so ein dämliches Hin und Her ist hier unten. Das ist ja schrecklich gewesen letztes Mal. Das heißt, wir machen erstmal ein bisschen Platz und rupfen mal so ein bisschen Sachen raus, die wir rausrupfen können. Und gucken dann gleich mal, dass wir das alles irgendwie schön neu machen. So. Bis hier hinten können wir. Ja, wir machen die Blinky Plant, glaube ich, erstmal irgendwie. Na komm. Machen wir erstmal aus. Erstmal brauchen wir Platz. Platz, Platz, Platz für den Wartungsschacht und zum Denken. Von der Idee her war es ganz gut. Umsetzung dann eher mangelhaft. Das machen wir jetzt also, wie gesagt, einmal alles irgendwie schön neu. Ja, da ja aktuell die Zeit vom Büro bis nach Hause 20 Sekunden beträgt, haben wir heute auch mal ein bisschen Zeit, schon mal am Freitag ein bisschen was aufzunehmen. Na, das ist ja auch mal ganz schön. Ich hoffe nur, der Nachbar macht wieder kein Radau. Aber das wird sich zeigen. So, ups, jetzt ist hier wieder dunkel. Wir machen erstmal wieder hell. So, und dann machen wir hier weiter Kram raus. Wie gesagt, wir machen erstmal Platz, gucken dann gleich mal, wie wir dann den ganzen Wartungskram bauen wollen. Hier gehen wir direkt noch eins weiter rein. Ja. Und dann schauen wir dann mal, dass wir dann, wenn dann hier alles, upsa, wenn dann hier alles weg ist, dass wir es dann einmal irgendwie schön machen. So, haben wir hier zwei Abstand, haben wir hier zwei Abstand. Jetzt gehen wir da hinten auf die andere Seite und auch nochmal hin. Dann machen wir dann da auch nochmal alles weg. So, ist wieder finster. So, selbstverständlich. Geht auch nichts über gesunde Ernährung. Schweinkram. Hätte wohl den Stahlhalm benutzen sollen, aber der wäre in dieser. Ich halte mal die Marke zu, damit man es nicht erkennt. Das wäre in dieser großen Flasche, großen Dose, wäre der Stahlhalm verschwunden. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Ja, deswegen ohne Stahlhalm. Geht auch so. Ah. Ist die Hacke gleich wieder hinüber, ne? Scheiße, geht das Bauen wieder los mit der Hacke. Ja, wieder neue Hacke machen. So, und nach hinten rein gehen wir auch. Ja, wir machen erstmal weg hier. Ups, da ist sie auch schon hinüber. Und ich habe natürlich auch keine mehr da. Das heißt, wir müssen einmal wieder nach Hause. Zum. So, einmal zum Herrenhaus. Und dann schauen wir mal, ob wir denn hier noch ein bisschen Mese machen können. Ja, guck mal hier ein bisschen, was haben wir noch? Hier, wir machen mal vier. Ich wollte gerade sagen, wenn wir noch eine Schaufel brauchen, aber brauchen wir gar nicht. Machen wir nur drei. Ja. Ja. Wir haben noch hier eine Koppelkiste, ne? Genau. Kommt das alles in die Kiste? Ich würde sagen, diesen Teil hier, den lassen wir tatsächlich von dieser Filterfunktion erstmal außen vor. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ne, dass wir das hier wirklich so als Nutzlager irgendwie benutzen. Und das Große, was wir dann bauen, so als ja, Endlager in Anführungszeichen. Wo dann der ganze Kram rankommt. Hier, den Koppel hätte ich auch noch reinschmeißen können. Wo dann der ganze Kram reinkommt, den wir dann in den Minentouren dann irgendwann finden. Genau, die Blinky Plant, die brauche ich gleich wieder. Aber bis wir dann Minentouren machen, wird es noch wohl so ein, zwei Aufnahmesessions dauern. Ich würde nämlich erstmal ganz gerne den ganzen Lagerkram fertig machen. Aber dann geht's los. Dann geht's richtig los. So, wie laufe ich denn hin hier? Dann geht's richtig los. Und den ganzen Strom, den müssen wir auch nochmal wieder ordentlich machen irgendwann. Aber bis dahin haben wir hier so ein bisschen Kohleofen. Das geht ja auch ganz gut. So, kurz einmal brennen lassen. Wenn der Gelegenheit hat, können wir hier mal gucken, was ist denn hier los? Warum wächst das denn hier nicht? Da fehlt ja immer noch was.
Ah, das war mit der Axt, ne? Ich würde sagen, wir holen mal hier einen komplett runter. Hat runterholen gesagt. Ihhh, Ferkel. Ja. Upsa. Na, das hat ja gut geklappt. Ja. Ja. Hey. Och. Leck mich am Arsch. So. Machen wir hier ein bisschen zu. Ach ja, irgendwas war ja da von wegen, dass die ausgerichtet sein müssen. Sieht immer noch falsch aus, ne? So. Auch nicht? Ja, dass zumindest die obere Reihe ordentlich ist. Ja, der wächst jetzt wieder nach. Hoffentlich dann eben in der Höhe, dass er hier oben abschließt. Weil es gibt ja leider nicht mehr als das, weil das, was wir haben, ist halt das, was wir haben. Dann haben wir hier nämlich zumindest schon mal einen schönen Block. Ja, hier Zuckerrohr, Bambus, Multifunktionszeug. Das holzen wir mal eben ab, einfach so, weil wir es können. Nicht, dass wir es jetzt brauchen würden, aber dann haben wir es zumindest. Ja. Und wir verschwenden so ein bisschen die Zeit, dass wir dann gleich mal gucken, bis das Mese fertig ist. Solange müssen wir dann halt nicht davor stehen, sondern machen parallel mal ein bisschen was anderes. So. Dab, 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 dab. Und dann geht das wieder hoch. Und dann sollte inzwischen das hier auch durch sein. Ja, ja. Da fehlt ja noch ein bisschen was, ne? Wir müssen auch noch Wasser. Ihr habt bestimmt schon den Monitor angeschrien. Tut mir leid. komm, wir tun es erstmal hier oben rein, einfach weil wir es können. Ist da auch ein Idiot gewesen. Meine Güte, was bin ich für. Ich sag da nichts mehr zu. Ach, ey, das war der. Ja. Das ging doch mal einfacher. Ich bleib dabei. Das ging mal einfacher. So. Natürlich auch noch die Pressformen uns holen. Natürlich kann ich davon haben. Und kann. Machen wir denn? Haben wir drüben noch was? Guck mal, hier pflanzen nicht mal eine Rose hin. So. Es geht schon wieder los, ne? Motiviert gewesen und jetzt ist wieder alles vorbei. Dann haben wir denn kein Eisen mehr. Hier unten in der Schrottkiste vielleicht noch. Die Suche nach dem Eisen. Ah, wir haben doch hier auch noch eine. Wir haben doch da auch noch so eine Gerümpelkiste. Das ist ja toll, ne? Da willst du mal was ordentlich machen und dann ist Kupfer, Ton. Ach komm, scheißegal, wir machen jetzt hier Diamantwerkzeug, das ist schon okay. So. Also, wir machen jetzt Diamantwerkzeug und dann ist es okay. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? Kein Eisen mehr. Oder ich find's gerade nicht. Oder ich weiß nicht, wo es ist. Oder irgendwas anderes ist komisch. Egal. Wir haben jetzt das hier, das geht genauso und dann ist das auch in Ordnung. Geht ja sogar ungefähr gleich schnell. Ne? Hier ein bisschen Licht machen. Ja, wir graben uns jetzt hier erstmal rein. Wir gucken mal. Weil wir haben ja hier theoretisch hier hinten tatsächlich auch ein bisschen Technik irgendwie stehen. Das heißt, dieser ganze Wartungskram, der muss natürlich auch ein bisschen nach hier hinten gehen. Also hier wäre der Blinky Plant, das heißt, hier wäre dann sowieso vorbei. Ja, ich würde sagen, wir machen da dann, dass es dann zu ist und dann passt das dann schon. So. Ein Ofen. Ein. Ach, ein hiervon. Gibt 9.
Guck mal, dann haben wir schon 16. Wir machen hier drunter, glaube ich, schon zu. Ja, dann machen wir den Wartungsgang ein bisschen breiter und dann machen wir keine Einkerbung. Sondern die ganze Technik hier oben, die bleibt, wie sie ist. Dahinter ist dann die Blinky-Plant versteckt. Ich überlege gerade, man könnte natürlich auch dieses Ding ein- und ausschaltbar machen. Hm. Auch man dann die Blinky-Plant ein Stück nach hinten setzt. Und dann mit einem Mesocon verbindet, der vom Pisten hochgedrückt wird, wenn ein Schalter aktiviert ist oder sowas. Ah, kann man auch noch machen. Ah, wir müssen erstmal hier ein bisschen von machen. Und dann schauen wir dann gleich mal. Ups, egal. Egal. So, überall vier, ja. Ich mach das jetzt erstmal zu, das kann man dann immer noch mal machen. Die Blinky Plant, ne gut, ich lasse es auch. Ich lasse das erstmal, wie es ist. Wir machen erstmal ein bisschen mehr Platz. Ja. Den anderen Kram, den gucken wir uns dann gleich mal an. Das machen wir auf jeden Fall mal fertig in dieser Folge. Oder in dieser Aufnahmesession. Mal gucken. Je nachdem, was schneller geht. Mir ist ja siebenteils eingefallen, für morgen habe ich gar keine Folge. Beziehungsweise wusste ich das eigentlich schon seit 3 Wochen, dass ich für morgen keine Folge habe, aber naja, ihr kennt mich. So, dann gehen wir 3, hier müssen wir auch noch eins rein. Ja. Gucken wir mal hier, hier ein bisschen rein und bam, 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 bam. Ich sehe am Ausschlag übrigens schon wieder. Ja, gucken wir mal, wie laut das dann später ist. Ich kann es dann immer noch wieder zurechtschneiden. Beziehungsweise das Balance entsprechend einstellen. So, hier hinten müssen wir ja gar nicht irgendwie groß ran. Hier haben wir das Rohr liegen. Hier müssen wir auch gleich wieder zumachen. Und hier haben wir dann auch, hier müssen wir ja auch nicht ran. Das heißt, hier kommt zu. Da legen wir aber ordentlich Cobblestone rein. Beziehungsweise. Doch. Hier füllen wir mit Cobblestone aus. Unten im Technikraum haben wir ja auch die auf dem Boden. Das machen wir hier nicht. Hier machen wir einfach dann Cobblestone-Boden und dann ist das dann auch okay. So. Und. Döp. Das bedeutet 1, 2, 3, die Wand hier, die muss glaube ich auch noch raus, ne? 1, 2, ja, guck mal hier, die muss auch noch raus. Nee, hä? Ach, hier ist der Stein. Nee, warte, hier ist. Das ist 2 breit. Das heißt, die Wand muss nicht raus. Weil dann haben wir nämlich überall 2 breit und, also mindestens 2 breit. Hier ist natürlich ein bisschen breiter. Aber hier über diesen Knick, das wird dann hier 2 und dann haben wir nämlich hier dann den Stein. Das heißt, die können wir uns hier wieder rausholen. Nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise wertvoll wären, aber hey. Och, ey, Mann, 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 Mann. So. Und hier muss dann die Reihe auch noch freigemacht werden. Dann kann man nämlich auch gleich mal gucken, dass wir die Beleuchtung dann da wieder integrieren. Wie wir sie dann integrieren, schauen wir dann mal vielleicht auch über die Decke. Da haben wir ja genug Möglichkeiten. So, machen wir erstmal so einen hin hier und dann passt das dann schon. Ja, das ist doch schon mal gut gelaufen. Dass es immer noch nicht geht, dass man die aufteilen kann. Irgendwie schön, ne? Aber naja, gut, so ist das halt. Sudele. Nummer 1. Na komm.
Numero 2 und Numero 3. So langsam wird's hier doch. Das ist doch schon mal schön. Ja, hier, der Mesokon, der schwebt halt in der Luft. Das ist halt so. Das ist nicht weiter tragisch. Hier müssen wir auch noch. Gut, den würde man eh nicht sehen. Wir machen immer trotzdem mit rein. Das ist schon okay. Das wird doch schön hier. Das wird doch richtig schön. Komm, leck mich am Poppes. Das ist schon okay so. Ja, wie gesagt, hier hinter gucken wir mal. Wir können mal hier ein Loch für die Tür lassen. Und dann können wir da dann immer noch mal schauen. Beziehungsweise müssen wir nachher die Blinkeplänt hier auch wieder reinsetzen. Also da müssen wir eh irgendwie dran kommen. So, was haben wir gesagt? Nummer 2, ne? Das heißt, hier kommt auch zu. Das heißt, die guten Steine, die kommen hier wieder raus. Ja. Und die wertvollen Cobblestones, die kommen dann da rein. Und dann ziehen wir hier auch noch zu. Und hier machen wir auch wieder raus, ne? Ach, nee, ist von der anderen... Das kann so bleiben. Ist schon okay so. Ach, da haben wir keine mehr. Doch, 14 haben wir noch. Sehr gut. Sonst müssen wir gleich noch wieder ein paar machen. Sie sind ja zum Glück nicht so teuer. So, jetzt müssen wir hier die Decke noch irgendwie... Da schauen wir doch mal. Haben wir nicht... Doch, wir haben. Wir haben. So. Kommt man da ran? Ja, da kommt man ran. Sehr gut. Oh, das war ein bisschen zu impulsiv. Mal gleich wieder zumachen hier das Loch. So geht das ja nun nicht, ne? Aber da sieht man mal, so weit unten drunter sind wir noch gar nicht. So. Dekoblistone. Dekoblistone. Das kann bleiben. Ja. Hier war auch keiner mehr, ne? Ne, guck mal, hier ist kein Kobbel, hier ist kein Kobbel, hier ist kein Kobbel. Da ist noch ein Kobbel. Und da ist noch ein Kobbel. Gut, man wird es dann ja gleich eh nicht mehr sehen, also von daher ist es nicht weiter schlimm. Trotzdem, Ordnung muss sein. So. Hier hinten, wie weit kommen wir denn da hinten rein? Da kommen wir auch bis hier, ne? Ja. Ach Mann, ich würde da so gerne mal drunter gucken können, irgendwie mit VR-Brille oder sowas. Das wäre total geil. Gut, wir machen es ordentlich, haben wir gesagt. Das heißt, der kommt auch weg. So, dann kommt das hier auch noch weg. Ich will da kein Cobblestone oder sowas mehr sehen. Machen wir alles hier schön erstmal blank, dass wir schön Platz haben, um den um den Gang zu vervollständigen ordentlich. So. Wieso ist denn da eigentlich? Was ist das denn hier? Da ist doch nichts dazwischen, oder? Nee, das ist hier von dem, von dem, von dem. Weil das hier ist unnötig. Und das ist auch unnötig. Und das hier? Ne, das ist nicht unnötig. Da haben wir ihn. Das heißt... da kommt zu. Da ist auch zu. Das muss auch wieder zu. So, das ist quasi das, was mindestens da sein muss. Das heißt, hier unten das Ding ist auch unnötig. Na. Und die beiden sind für das. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles.
Genau, das sind die beiden, das sind die beiden, das ist der, 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 die beiden, gut. Wir machen hier auch schon mal wieder zu. Das bedeutet, da kommt einer hin, da kommt einer hin, hier und hier kommt einer hin. So. Nam, 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 nam. So, das kommt auch weg. Ah, da gucken wir gleich mal. Da kommt auch einer hin. Ich glaube, hier kann auch einiges weg, oder? Was ist hier hinter? Ach, das ist hier die Seite, okay. Da, die Rohre, die macht, das machen wir auch gleich nochmal alles neu. So, hier kommt das davor. Muss hier so viel... Doch, hier muss so viel Zeug sein, ne? Die beiden dafür. Der oben kann weg. Der unten kann weg. Der oben kann weg. Der unten kann weg. Es ist so hell hier. Ich sehe irgendwie den Monitor gar nicht ordentlich. Ach, wo ist jetzt die Schaufel? Hier ist die Schaufel. Ach, das ist die neue. Na gut, egal. Weg, 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 weg. Ja, komm weg. Was ist denn das da drüber? Das kann doch auch weg, oder? Ja, guck mal hier, das kann auch weg. So, da ist die Decke. Das ist doch schon mal fein. So, dann kommt weg. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Kaum noch. Das heißt, ich schmeiß mir eben kurz ein bisschen Zeug in die Kiste. In so gute Ramschkiste hier hinten. Und zwar alles, was wir jetzt gerade irgendwie nicht brauchen, beziehungsweise was ich erstmal loswerden will. So, ein bisschen ausmisten. Wir schmeißen erstmal kurz alles rein und dann gucken wir, was wir brauchen. Also, wir brauchen die Hacke. Wir brauchen Fackeln. Ich hätte gern meinen Eimer dabei. Einfach nur, weil es geht. Rohre kann man auch gleich noch gebrauchen. Schaufel brauchen wir wahrscheinlich auch gleich. Ja. Cobblestone. Nehmen wir mit. Das Fresszeug nehmen wir mit. Machen wir hier mal so rum. Ansonsten. Von den Steinen wollten wir noch welche machen. Machen wir das mal eben. Reicht wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, wird nicht reichen. Das hier wieder wegtun. Dann würde ich sagen, ich überlege noch, wo wir die Tür reinmachen. Ob wir die wirklich hier neben machen? Oder ob wir hier vielleicht irgendwie reingehen? Was wäre denn... Ah, gut, da wäre das. Wir lassen es erstmal zu. Vielleicht machen wir tatsächlich daneben irgendwie hier daneben dann den Eingang für. Ah, ich weiß noch nicht. Na, wir gucken mal. Erstmal machen wir hier oder wir gehen ganz woanders rein. So. Der kann auch noch weg. Dann hauen wir mal die Decke zu. Beziehungsweise erstmal hauen wir die Decke noch auf. Weil wir den ja auch dann, auch wenn es nur ein Wartungsbereich ist oder Wartungsgang, Wartungsschacht, trotzdem soll der ja einigermaßen gut aussehen. Beziehungsweise so hoch sein, dass man sich dann nicht die Decke stößt, den Kopf stößt. Ja. Komm,
eigentlich drüber? Ja, gut. Also Licht kriegen wir auch irgendwie rein. Das ist schon mal ganz schön. 100 Stück. Ja gut, wir machen erstmal die Röhren nochmal weg. Sollten die sich nicht eigentlich eher wie Glas anhören, die Röhren? Na gut, man kann nicht alles haben. So, zack und zack und zack und zack und zack und zack. Dann können wir nämlich auch gleich mal gucken. Hätte ja eigentlich bleiben können, ne? Ups. Ach komm, jetzt ist auch egal. Jetzt machen wir alles weg. So. Gut, da ist auch nichts mehr. So. Kriegt man die eigentlich mit der... Kriegt man auch nicht schneller, ne? Na gut. So ist schön. Ja. Dann haben wir das weg, dann haben wir die Röhren weg. Meine Güte, haben wir viele Röhren verbaut, ne? Hier ist auch alles soweit weg. Hier ist auch alles soweit weg.